zittern bis zum letzten Zug. Bei den Berliner Schachmeisterschaften liefert sich die Elite des Denksports eine spannende Partie nach der anderen. In verschiedenen Klassenturnieren treten nicht nur Großmeister gegen Amateure, sondern auch Klein gegen Groß an. Schach ist ein schöner Sport in dem Sinne, dass das wirklich für jeden was ist. Also ob man alt ist, ob man jung ist, ganz egal, man kann gegen sämtliche Spieler aller Art gemischt gegeneinander spielen. Im Qualifikationsturnier stehen sich Clemens Escher und Paul Noll in einem packenden Damen-Endspiel gegenüber, welches über den Turniersieg bestimmt. Nach über 5 Stunden ist es Escher, der das Brett dominiert und sich damit für die Meisterklasse qualifiziert. Ich konnte das tatsächlich mal mit 16 Jahren gewinnen, 1997, und da schließt sich ein bisschen ein Kreis, dass man jetzt doch im gesetzten Alter von 43 Jahren da nochmal auch gegen jüngere Spieler mithalten kann. Und auch in der Meisterklasse heißt es zittern, als Rafael Lagunov gegen Jonas Förster die letzte Partie bestreitet. Bis zum 40. Zug entsteht eine taktisch geprägte Begegnung, aus welcher Lagunov siegreich hervorgeht. Ich habe dann das Zentrum erobert, stand super, meine Figuren standen super, und in der Zeitnotphase stellt er dann was ein, mein Gegner, und ich denke, ab dann habe ich es relativ solide realisiert. Als Vizemeister des vergangenen Jahres kann sich Lagunov nun endlich Berliner Meister nennen und ist sichtlich zufrieden. Für mich ganz klar bedeutet das sehr viel, das fühlt sich sehr cool an. Ich wollte immer diesen Titel endlich mal bekommen. Mit diesen emotionsgeladenen Schlusspartien ist die Berliner Meisterschaft beendet und der Berliner Schachverband blinkt hoffnungsvoll auf ein weiteres Jahr, in dem es wieder heißt: Zittern bis zum letzten Zug.